willkommen zum Halloween-Countdown. 9 Booktuber haben sich zusammengetan, um einen Countdown zu starten. Bis Halloween bekommt ihr jeden Tag ein Video auf einem anderen Kanal. Ich bin heute Nacht an der Reihe und ihr werdet natürlich in der Infobox finden, wer noch alles teilnimmt, wo ihr die finden könnt, die Videos und wann. Heute werde ich euch erzählen, wie meine Horrorleidenschaft überhaupt entstanden ist, wie alles begann quasi, mit welchen Geschichten hat es mich irgendwie gepackt und wie hat sich diese Leidenschaft entwickelt. Das Ganze habe ich so ein bisschen überlegt. Leider weiß ich nicht mehr hundertprozentig, mit welchem Buch, mit welcher Geschichte das Ganze begonnen hat. Es ärgert mich ein bisschen, dass ich mich daran nicht erinnern kann, aber Erinnerungen und Gedächtnis hat nun mal leider so seine Lücken, besonders wenn das ja in die Kindheit zurückreicht. Aber ich habe es so gut wie möglich mal ein bisschen überlegt und an meine Schullektüre gedacht und an meine Kindheitslektüre und wie ich sie jetzt so lese und jetzt so drüber nachdenke. Und ja, wir wollen einfach mal beginnen. Aber bevor es richtig losgeht, möchte ich von euch wissen, was hat ein Rabe und ein Schreibtisch gemeinsam? An was ich mich aus der Kindheit erinnern kann, was als erstes so in diese gruselige Richtung gegangen ist, sind tatsächlich Märchen. Viele von uns sind sicherlich mit den Grimm-Märchen oder Andersen-Märchen aufgewachsen, ob beim Vorlesen oder als Disney-Film oder Allgemeinverfilmung haben wir diese Märchen viel konsumiert und diese sind oftmals ja gar nicht mal so wenig grausam und auch ein bisschen düster. Und ich habe mir jetzt mal zwei Märchen ausgesucht, die ich besonders toll fand. Ich fand auch andere Märchen und Disney-Filme toll, die mit rosa Glitzer und Prinzessin waren. Aber zwei fand ich besonders schön, weil sie eben gerade auch so schön gruselig waren. Zum einen ist das Hänsel und Gretel mit dieser Hexe, die Kinder frisst und ja, die Kinder mit ihren Leckereien anlockt und zum Schluss will sie ja Hänsel mästen und fressen, aber natürlich schaffen es die Kinder, sie selbst in den Ofen zu werfen. Das alleine, finde ich, hat schon einen sehr, sehr düsteren und gruseligen Touch. Und dann habe ich noch Die Schöne und das Biest mir rausgesucht. Ich habe jetzt hier tatsächlich nur den Film, den ich hier euch hochzeigen kann und noch nicht mal die Zeichentrickversion, sondern die Echtverfilmung. Aber Die Schöne und das Biest habe ich damals sehr, sehr gerne gesehen und auch jetzt noch. Und ich finde einfach, dass diese verwunschene, verfluchte Burg, auf der das Biest lebt, eine sehr, sehr schön unheimliche Atmosphäre preisgibt. Genauso wie das Biest ja auch noch oft im Schatten bleibt und man gar nicht so sehr sieht, ja, was für ein Ungeheuer ist und man ja auch noch gar nicht genau weiß, was für ein Fluch ihn getroffen hat. Nach und nach deckt man ja, dass er hinter ihm ja eigentlich ein Mensch steckt und er gar nicht so schlimm ist. Ich kann mich aber noch daran erinnern und ich merke es immer wieder, wenn ich diesen Film gucke, dass ich ja diese verfluchte Variante des Schlosses viel schöner, viel mystischer und verzaubernder finde, als nachher dieses glänzende weiße Schloss. Und auch den Menschen hinter dem Biest ja, fand ich als Biest irgendwie immer viel netter als Mensch. Der war mir irgendwie zu schier und glatt oder ist mir zu schier und glatt. Ja, also mit Märchen ging es so in diese gruselige Leidenschaft hinein. Ich muss aber sagen, dass dann erstmal also mit Geschichten in Büchern tatsächlich wenig los war. Das ging bei mir tatsächlich eher in die Richtung Filme. Also mit Film ist, glaube ich, eher meine Horrorleidenschaft entstanden als mit Büchern zunächst. Da habe ich euch auch einige Filme oder habe mir einige Filme überlegt. Zum einen ist das Geisterschloss. So eine typische Gruselhausgeschichte, wo mehrere Personen dahin kommen, um ja so ein bisschen zu erfahren, was überhaupt dran ist an den alten Sagen und ja, um Energien aufzuspüren, was auch immer. Und ich habe letztens erst erfahren, dass Spuk in Hill House von Shirley Jackson eigentlich die Vorlage zu diesem Film ist und das wusste ich tatsächlich nicht und ich habe dieses Buch gerade erst gelesen, werde ich also im nächsten Lesemonat euch erzählen, wie ich es gefunden habe und wie ich es im Vergleich zum Film fand. Dann habe ich hier zum Beispiel für euch
Nightmare on Elm Street. Das ist jetzt auch der neueste. Da habe ich aber früher, da kann ich mich noch dran erinnern, dass mein Opa auf Videokassetten diese Bücher, diese Filme aufgenommen hat und ich die sehr gerne geschaut hat. Wenn man sie heute schaut, dann sind sie sehr, sehr trashig. Also die Effekte sind nicht sehr gut gemacht im heutigen Vergleich. Aber gerade das bringt irgendwie auch Spaß. Dieser trashige Horror bringt mir bei Filmen sehr, sehr viel Spaß. Wenn es ein bisschen mehr Splatter ist oder halt ein bisschen ulkig und ja, wie gesagt, trashig, finde ich gerade bei Nightmare on Elm Street toll. Den neuen fand ich allerdings echt auch ziemlich gruselig. Und Freddy Krueger ist ja auch ein Wesen, was in die Träume der Menschen einsteigt. Und ich finde, das ist besonders perfide, wenn die Menschen nachher versuchen, nicht mehr einzuschlafen, aber so müde sind, dass sie nachher nicht mehr merken, ob sie nun jetzt gerade schon im Traum sind oder noch wach. Und das macht, finde ich, den Reiz hier besonders aus. Ein weiterer Lieblingshorrorfilm ist Haus der Verdammnis. Das ist so eine Mini-Reihe, ich glaube, besteht aus zwei, drei Filmen. Ist tatsächlich von Stephen King das Drehbuch und er hat auch einen kleinen Gastauftritt mal wieder. Und auch wieder so eine ganz typische Horror-Haunted-House-Geschichte, kann ich sehr empfehlen und ja, kann ich auch immer noch sehr, sehr gut schauen. Weitere Filme, die ich früher gern gesehen habe, sind so diese Teenie-Horrorfilme, so Scream oder Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Was ich heutzutage immer noch cool finde, ist, wie heißt es? Final Destination. Die finde ich auch immer noch ziemlich cool. Geht meistens immer um irgendeinen Unfall, der von jemandem mit einer Gabe vorhergesehen wird und dadurch ja, die Leute warnt. Und die Leute, die eigentlich bei diesem Unfall umkommen sollten, sind jetzt dem Tod von der Schippe gesprungen und der Tod möchte sich diese Leute zurückholen. Und wie das Ganze passiert, ist immer richtig cool gemacht, hat auch Humor und ja, das ist, gucke ich immer noch sehr, sehr gerne, obwohl die neueren Filme mir nicht so gut gefallen. Ich glaube, den besten fand ich immer noch den dritten. Das ging um, spielte auf dem Jahrmarkt. Ja, Überraschung, dass mir das gut gefällt und war ein Unfall mit einer Achterbahn. Mir jetzt immer noch sehr, sehr viel Spaß. So zum Beispiel Scream und Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, haben für mich jetzt nicht mehr so sehr den Reiz, weil ich immer mehr diesen Horror mag, der etwas Mystisches, Fantastisches inne hat. Da komme ich jetzt auch schon zum nächsten Punkt, weil ich ja sehr, sehr gerne Fantasy gelesen habe. Das ist eigentlich schon früher da gewesen, diese Fantasy-Leidenschaft. Aber Fantasy und Horror gibt es ja doch einige Überschneidungen. Und immer wenn der Horror, dieses Gruselige ins Mystische, ins Fantastische geht, hat mir das immer sehr gut gefallen. Wenn es denn eher in die Action oder Krimi-Richtung ging, war es für mich eher oder ist es für mich immer noch eher uninteressant. Auch da gibt es natürlich ja, Ausnahmen. So, dann habe ich für euch eine Reihe, die ich als Kind gerne gelesen habe und ja, die für mich lange Zeit für Gruselstimmung gesorgt hat. Und zwar ist das zum einen die Gänsehaut-Reihe. Ich denke mal, viele kennen diese Reihe und haben diese Reihe geliebt. Ist eine Kinderbuchreihe ab 10 Jahren. Immer Bücher, die abgeschlossen sind. Immer sehr kurze, knackige Bücher. Auch immer sehr, sehr kurze Kapitel. Und was ich halt hier immer besonders cool finde, ist, dass jedes Kapitel mit einem Cliffhanger endet. Ob der nun in einem gruseligen Ergebnis endet oder eben aufgelöst wird mit irgendeiner Lappalie, das ist unterschiedlich, aber sehr, sehr knackig kurz geschrieben von R.L. Stine. Und hier der Gag ist natürlich auch immer, dass man hier tatsächlich den Schriftzug wie eine Gänsehaut spüren kann. Und der Geisterhund, das ist so der, ja, das Überbleibsel von dieser Reihe, die ich sehr, sehr gerne gelesen habe. Und das war ja, einer meiner Lieblingsbände, der Geisterhund. Und für eine etwas ältere Zielgruppe ist denn Fear Street
an der Reihe. Da habe ich auch noch drei Bände hier, die ich damals toll fand. Da weiß ich auch noch, dass ich mit Freunden immer wieder Bände ausgetauscht habe, mir welche neue gewünscht oder getauscht haben und gekauft habe und wir darüber gesprochen haben, wie wir sie fanden. Auch die sind sehr dünn und sehr schnell und knackig zu lesen. Hier ist es eher so ab 12 Jahren empfohlen und es geht oft mehr so in die Thriller-Richtung als in die mystische Richtung, war aber auch immer unterschiedlich. Zum Beispiel mein Lieblingsband, Der silberne Dolch, geht tatsächlich wieder in diese mystische Richtung. Ein Mädchen, was immer Visionen von einem silbernen Dolch hat und sie eines Tages im Wald ja tatsächlich eine Leiche auffindet. Hier werden Jugendliche eingeschneit und hier gibt's, ja, sind halt Jugendliche im Camp und da geht auch Gruseliges vor sich. Ja, richtig, richtig coole Reihen. Hätte ich auch Lust, mal wieder ein paar Bände mal wieder zu lesen für zwischendurch. Jetzt für Halloween ist das, ich glaube, ja, perfekt, um sich ein bisschen zu gruseln, aber ja, Gemach und gemäßigt mit Humor und nicht zu viel Blut oder Schockierendes, sag ich mal. Dann gibt es ein Buch, ich glaube, das ist mit das einzige Buch neben dem Parfüm von Patrick Süskind, was ich in der Schule als Schullektüre tatsächlich sehr gemocht habe. Und zwar ist das ein Klassiker, Krabat von Ottfried Preußler. Das habe ich in der 5. oder 6. Klasse gelesen damals. Und wir hatten damals noch so eine Schulausgabe, aber genau in, ja, sah genau so aus. Deswegen habe ich sie mir auch genau in dieser Ausgabe zugelegt. Und ich weiß, dass mich damals diese Atmosphäre hier unglaublich umgehauen hat und ich war super überrascht, dass wir sowas in der Schule gelesen haben und ich weiß auch gar nicht mehr, warum wir das damals ausgesucht haben, warum das jetzt so besonders ja, pädagogisch wertvoll war. Ich fand es aber einfach nur eine sehr, sehr spannende, düstere, tolle, magische Geschichte und deswegen ist es bei mir dann tatsächlich auch so eingezogen. Jahre später habe ich es dann nochmal gelesen. Die Verfilmung habe ich mir noch nicht angeschaut, weil ich da einfach Angst habe, dass die mir, ja, das Buch, die Erinnerung irgendwie zunichte macht. Ich weiß nicht mehr so viel. Ich weiß, dass es um einen Müllers Lehrling geht, der eben jetzt zu dieser alten Mühle geht und der, ja, der Mühlenbesitzer bzw. der Ausbilder, der hantiert mit schwarzer Magie und es verschwinden auf einmal ältere Müllers Lehrlinge und ja, man erfährt so nach und nach, was für Machenschaften dieser, mal gucken, ob das hier steht, ja, dieser Magier, sage ich einfach mal, welche Machenschaften er nachgeht und ja, hat mir sehr gut gefallen, freue ich mich, das irgendwann nochmal nochmal zu rereaden und ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es sich lohnt, den Film zu schauen oder ob man da enttäuscht ist, wenn man das Buch toll fand. Ja, da gibt es ja auch immer zwei Lager, die, die das Buch gelesen haben und die, die das nicht gelesen haben, gibt es ja auch immer unterschiedliche Meinungen. Ein weiteres Buch, was ich schon länger in meinem Regal habe und ich deswegen mit hier in das Video mit reingenommen habe, ist Whisper. Ich glaube, das geht so in die Richtung Fear Street Zeit, vielleicht ein bisschen später, von Isabel Abedi. Auch hier haben wir wieder eine Haunted House Geistergeschichte für Jugendliche. Hier geht es um Noah, die in ein Haus zieht, nämlich heißt das Whisper, das Haus. Und da ranken sich seltsame, ja, sagen wollte ich gerade schon sagen, seltsame Legenden um dieses Haus. Da ist irgendwas Schreckliches drin passiert. Keiner möchte das betreten und keiner möchte in diesem Dorf darüber sprechen. Sie lernt hier noch einen jungen Mann kennen, mit dem sie dann halt ja, diese Geschichte des Hauses herausfindet. Ich glaube, es gibt noch ein altes Tagebuch und eben noch einen Rubin, der zur Lösung des Ganzen führt. Hat auch einen kleinen Liebesgeschichtenanteil drin. Und deswegen auch, glaube ich, perfekt für Teenies und Jugendliche. Ja, hier habe ich noch Sleepy Hollow. Auch diesen Film mochte ich damals sehr, sehr gerne. Ich bin auch damals schon ein riesen Johnny Depp Fan gewesen. Edward mit den Scherenhänden wäre vielleicht auch noch ein Film, den man erwähnen könnte, der ja auch ins leicht Gruselige geht. Und auch Sleepy Hollow, wo es halt um diesen kopflosen Reiter geht, ja, kann ich sehr empfehlen. Hier habe ich halt eben die Filmausgabe.
Und dann habe ich hier noch zwei Bücher, die ich euch so gerne nochmal irgendwann in ein Geheimtipp-Video gezeigt hätte. Denn diese Bücher sind nicht so bekannt und ich fand sie damals richtig gut. Das waren so Bücher, mit die einzigen Bücher, die mich während des Lesens so sehr gegruselt haben, dass ich irgendwie in den Schatten des Zimmers seltsame Bewegungen gesehen habe und ja, irgendwie so ein bisschen Verfolgungswahn bekommen habe und mich nicht mehr im Dunkeln auf Toilette getraut habe. Ich weiß, dass es auch hier um einen Lehrling geht, allerdings tatsächlich um einen Magier-Lehrling und um Boy geht das nämlich. Der ist der Assistent des Magiers und Illusionisten Valerian. Und Valerian war schon immer finster und böse, aber jetzt merkt Boy, dass er sich ja, seine Seele sozusagen verkauft hat für einen Zauber. Und er kann seinen Herrn nur noch retten, um aus diesem Pakt, aus diesem Teufelspakt zu entkommen, indem er ja, das mysteriöse Buch der Toten Tage findet. Und darum dreht sich das beides. Ich weiß zum Beispiel auch, dass die liebe Lena von Expecto Booktonum, ich glaube, die hat diese Bücher auch gelesen. Das ist das einzige Mal, dass ich die Bücher hier irgendwo gesehen habe. Und auch die, wenn ich die gelesen habe, dann werde ich euch da bestimmt nochmal vorschwärmen. Ich hoffe, dass sie mir genauso gut gefallen werden, wie sie mir damals gefallen haben. Ja, das waren im Grunde die, die mich so zu diesem Genre hingeführt haben. Und danach hat sich das natürlich immer weiterentwickelt. Die Fantasy stand bei mir irgendwie immer im Vordergrund, obwohl ich auch nie so den großen Unterschied gemacht habe damals zwischen Fantasy und Horror, weil das für mich irgendwie auch immer sich überschnitten hat. Geister sind auch fantastische Elemente und oft gibt es halt auch Verschränkungen, die ich auch wirklich gut finde. Zum Beispiel kann ich da Dancing Jacks empfehlen, was für mich eine sehr, sehr schöne Vermischung aus fantastischen Elementen und Horrorelementen hat. Da kann ich euch gerne nochmal meine Rezension verlinken. Das war tatsächlich mein erstes BookTube-Video, also seid da gnädig mit mir. Und ja, also eigentlich hat sich da nicht viel getan ja, an meinen Vorlieben. Ich liebe immer noch Haunted House-Geschichten, ich liebe immer noch dieses gruselige, diese unterschwellige, knisternde Spannung. Und ich brauche gar nicht so sehr dieses Splatter- und Action-Gedöns. Das kann ich ganz gut in Filmen mal gucken. Das finde ich dann eher amüsant, besonders wenn es in diese schlechte, trashige Richtung geht. Aber in Büchern brauche ich das eigentlich nicht. Da finde ich die Atmosphäre immer sehr, sehr wichtig. Schön finde ich es auch, wenn so moderne Themen tatsächlich mal aufgegriffen werden und die zusammen mit klassischem Horror verwebt werden. Das hatte ich hier zum Beispiel bei Die letzten Tage des Jack Sparks. Ist im Grunde tatsächlich eine Mischung aus Exorzismus und ja, sozialen Medien. Und das kann ja auch einen Horror bedeuten. Und wie das zusammenpasst, das erfährt man in diesem Roman. Ich finde es auch immer cool, wenn Bücher besonders geschrieben sind, zum Beispiel Widow's Point. Kann ich mal eben rausholen, kleinen Moment. Hier haben wir Widow's Point von Richard Chismar und Billy Chismar. Hier erfahren wir die Geschichte einzig und allein aus Audiodateien und Videodateien. Und wir haben auch noch Illustrationen, die das Ganze untermalen. Auch das ist etwas, was ich sehr, sehr gerne in der Horrorliteratur mag, wenn es auch noch illustriert ist, das Ganze. Egal, ob das nun Horror oder irgendeine andere Literatur ist. Ich liebe illustrierte Bücher. Ja, also so viel hat sich das gar nicht entwickelt, nur dass ich jetzt viel bewusster zu Sachen greife, die mir gefallen, als noch in jüngeren Jahren unterbewusst. Und jetzt weiß ich ungefähr, was mir gefällt, was ich gerne noch ausprobieren möchte, welche Autoren ich mag. Thomas Finn ist zum Beispiel eine Größe, die ich gefunden habe. Ich mag es immer auch sehr, sehr gerne, das wollte ich noch erwähnen, wenn es die Story eine Hintergrundgeschichte hat, wenn dieses Haunted House tatsächlich die Legenden wahr werden und es überhaupt Legenden gibt und es auch einen Sinn macht, warum es da überhaupt spukt und weswegen da so seltsame Dinge passieren und nicht einfach, ach, es spukt da, fertig aus Minnie Maus, sondern es hat tatsächlich eine Hintergrundgeschichte und dann hat es für mich noch viel mehr Substanz und noch viel mehr Gruselfaktor tatsächlich. Und deswegen finde ich es immer gut, wenn alte Legenden mit eingewoben werden, ob das zum Beispiel der Rattenfänger von Hameln ist bei Thomas Finn, Lost Souls,
Oder andere Märchen, zum Beispiel, wenn Hänsel und Gretel tatsächlich nochmal als Buch herausgebracht wird, so eine Adaption, habe ich euch ja auch schon gezeigt, ich glaube im tiefen, tiefen Wald oder so, hole ich euch auch nochmal. Ja, leider knapp daneben. So finster, so kalt von Diana Menschik ist eine Hänsel und Gretel-Adaption, die halt in die Horror-fantastische Richtung geht und die mir echt extrem gut gefallen hat. Oder auch überhaupt die ganzen Märchen-Adaptionen, die mal die guten Personen in ein anderes Licht rücken und die schlechten Personen, die nicht so viel schwarz-weiß zeichnen. Ja, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen ausgeschweift und keine Ahnung, ob das jetzt alles so Sinn gemacht hat. Wie ich euch das jetzt so erzählt habe. Ich hoffe, dass es euch aber trotzdem Freude bereitet hat und ich würde mich jetzt sehr, sehr freuen, wenn ihr mir mal in die Kommentare schreibt, wie es denn bei euch Klick gemacht hat. Wie seid ihr zu dem Genre Horror gekommen? Ob nun Film oder Buch oder was auch immer, Hörspiel, das würde mich jetzt mal interessieren, denn ja, ich habe mir da vorher gar nicht so sehr Gedanken gemacht, wie das überhaupt entstanden ist, diese ganze Gruselleidenschaft und bin jetzt, ja, freue mich darauf, auch von euch zu erfahren, wie das bei euch war, ob ihr euch überhaupt erinnern könnt oder ob es bei euch genauso wie bei mir, es ist alles so ein bisschen verschwommen ist. Gott sei Dank habe ich die ganzen Bücher und Filme hier bei mir im Regal. So konnte ich mich daran ein bisschen entlang hangeln. Ja, jetzt habe ich viel gequatscht und es ist wie immer Teezeit, um ein bisschen meine Stimme zu ölen. Und ja, jetzt habe ich auch lange genug ohne Tee verbracht. Ich wünsche euch eine wunderbare Vor-Halloween-Zeit, wunderbar gruselige Lesestunden und ja, passt auf euch auf.